Hi und willkommen bei mir, Lulchi Nummer 1. Und zwar zeige ich euch in diesem Video, was 80% meiner Zuschauer sehen wollten. Und zwar, wie man das Piloten-Headset bekommt und das Ganze auch noch solo. Hier ist das Ranking nochmal eingeblendet. 80% meiner Zuschauer haben gesagt, ich möchte das sehen. 19% waren dagegen und 1% hat sich enthalten. Das heißt, jetzt zeige ich euch, wie der ganze Spaß hier funktioniert. Und zwar begebt ihr euch einmal an den Helikopter-Landeplatz. Dazu gesagt noch an dieser Stelle, das ist ein Solo-Outfit-Glitch. Das heißt, ihr könnt es in einer privaten Sitzung oder in einer öffentlichen machen, so wie ihr da Bock drauf habt. Ich empfehle natürlich immer eine geschlossene Sitzung, da habt ihr eure Ruhe. Dann kommen wir zum ersten Schritt, was ihr beachten müsst. Und zwar sollte eure Kopfbekleidung komplett weg sein. Ihr dürft keinen Helm, keine Maske, keine Ohrringe, kein gar nichts tragen. Achtet bitte drauf, dass ihr am Kopf komplett nackt seid. Habt ihr das soweit alles? Dann steigt ihr jetzt hier in irgendeinen Helikopter ein und achtet beim Einsteigen jetzt einmal darauf, dass der wirklich das Piloten-Headset auch angezogen hat. Seht ihr? In meinem Fall hat er das jetzt gemacht, aber ich sag das so, weil es gibt Helikopter, da zieht er es nämlich nicht an. Deswegen beim Einsteigen nochmal wirklich drauf achten, dass der das wirklich angezogen hat. Denn ich glaube, beim Bassard-Heli zum Beispiel zieht er es nämlich nicht an. Also, ihr wisst Bescheid, einmal kurz durch die Scheibe gucken und schauen, ob euer Charakter wirklich das Piloten-Headset angezogen hat. Dann drücken wir jetzt R2 und steigen auf eine angenehme Höhe im Spiel, wo wir agieren können, ohne dass wir gleich abstürzen. Denn wir müssen jetzt im Interaktionsmenü ein paar Einstellungen treffen, damit wir dieses Piloten-Headset sicher abspeichern können. Und zwar, na, vielleicht noch ein kleines Stück höher. So, perfekt. Ihr öffnet euer Interaktionsmenü und geht auf Fallschirme. Und wenn ihr in Fallschirme einmal reingegangen seid, dann müsst ihr im Prinzip jetzt nichts anderes machen, wie an jedem Ding eine Kleinigkeit ändern. Wie zum Beispiel die Rauchspur, der Rucksack, der Hauptschirm, der Reserveschirm. Hier ändert ihr überall eine Kleinigkeit. Das hat dann zur Folge, dass unten rechts, da wo jetzt gleich der Pfeil hin zeigt, man eine orangene Ladeschnecke sieht. Und wenn ihr diese orangene Ladeschnecke gesehen habt, heißt es, dass das Spiel sich etwas gemerkt hat. Hat das Spiel das gemacht, gehen wir jetzt auf Option, Online und auf die Charakterauswahl. Dort drücken wir einmal X und warten, bis wir in der Charakterauswahl angekommen sind. Also ihr seht, prinzipiell, der Glitch ist baby einfach, Leute. Mega, mega baby einfach sogar. Denn jetzt, wenn ihr in der Charakterauswahl angekommen seid, könnt ihr nämlich was erkennen? Und zwar, dass ich jetzt bereits schon das Piloten-Headset umhabe und wenn ich jetzt nochmal X drücke und gerespawnt werde, habe ich es auch in der Lobby noch an. Das heißt, an dieser Stelle könnt ihr jetzt schon, solange ich respawne, ein kleines Like dalassen für den Lurch und ich steige in ein Auto und zeige euch, wie man es abspeichert. So, einmal hier eingestiegen und ab zum nächsten örtlichen Klamottenladen und dort zeige ich euch, wie man an der Stelle einfach mal weitermacht. Und zwar machen wir hier einen Cut, dann geht's schneller und hier angekommen, achtet bitte drauf, das ist eine öffentliche Sitzung, wenn ihr aus der Charakterauswahl zurück seid, nicht, dass ihr abgemurkst werdet. Und dann geht ihr hier an die Tresen und speichert den ganzen Spaß einfach mal ab. Und dann habt ihr das Piloten-Headset euch erglitscht. Ich finde, das sieht auf jedem Outfit einfach nur Bombe aus. Und das Schöne ist noch zusätzlich, der ganze Glitch ist auch noch solo und mega einfach. Und jeder in der Lobby beneidet euch um dieses Accessoire. Das war der Glitch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video und ich bin an der Stelle dann einfach mal raus und freue mich,
dass ihr bald wieder einschaltet. Und an dieser Stelle noch vielen lieben Dank an alle da draußen für 23.000 Abonnenten. Ich habe mich mega gefreut gestern Abend. Aber dazu kommt auch noch ein Video. Ich bin raus. Ciao.